Für das Herz ist das Leben einfach. Es schlägt, solange es kann. Dann stoppt es. Das sind die ersten Zeilen des Romanzyklus von Karl Ove Knausgård Mein Kamp. Hauptfigur und Erzähler 1. Das Material, sein eigenes Leben. Kunstgeschichte und Literatur hat Knausgård studiert. Musik gemacht. Als Künstler sah er sich lange nicht. Doch dann erscheint 2009 der erste Band seines Romanzyklus in Norwegen. Und dann las ihn die ganze Welt. Die Abgründe seines Vaters, die Geschichten über seine bipolare Frau Linda, die Mühen einer Ehe, Alltag, Mannsein, Lust, Leid, Aufstieg und Scheitern. Im letzten Band wird ganz radikal Hitlers Mein Kampf untersucht und die Menschen, die sich gegen die Offenlegung ihrer Identität gewehrt haben, bekommen eine Stimme. Die Familie seines Vaters erhob Einspruch. Nach Abschluss des Zyklus hat er keinen Roman mehr geschrieben, dafür Essays. Wird er es wieder wagen? Oder ist es ein Abschied für immer?